Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Aufnahmesession von Let's Play Tomb Raider. Es ist eine neue Aufnahme, eine neue Folge, eine neue Woche. Ich hoffe, ihr habt das Wochenende ganz gut verlebt. Ich habe es genutzt, um meine Erkältung ein bisschen auszukurieren. Und muss mich jetzt hier erstmal orientieren. Wo muss ich denn lang? Ach, da oben muss ich hin, okay. Huch, da hinten bewegt sich was. Was ist denn das? Wildschweine oder sowas? Wildschweine und Hühnchen? Schönes Hühnchen, auch da könnte ich jetzt drauf. Ja, ich vermute mal hier hochklettern dann. Wir versuchen uns ja mit dem alten Mann da zu treffen, dessen Namen ich gerade vergessen habe. Da ist was zum Einsammeln. Das will ich haben. Das will ich unbedingt haben. Fässer. Da ist noch mehr zum Einsammeln. Das will ich haben. Ja, aber das erwähnte ich schon. Das sieht aus, als könnte man das wegschießen. Hier kann ich ja hochklettern. Ach, und dann da weiter rüber. Okay, das ist der Weg, den ich nehmen soll. Was ist denn das hier? Ach, so ein Scheinwerfer? Schalldämpfer. Was? Ach so. Ach, das war so eine Alarmglocke. Ah. Huf. Ach, das ist das Seil. So. Ach, das ist aber schön, dass die hier Pfeile für mich stehen haben. Dann können wir ja gleich mal kurz auf die Jagd gehen hier. Hallo, Wildschwein. Pow. Ich glaube, da kriege ich Ressourcen durch, ne? So. Oh ja. Und vor allem Erfahrungspunkte. Es lohnt sich ja richtig. Ja, das war das Hühnchen. Oh, hier ist noch eins. Lara Croft, Meisterjägerin. Uah. Das war unerwartet. Ah! Frechdachs. Ach Mist. Ich dachte, der kommt wieder. Wo ist er hin? Da im Häuschen liegt noch was. Kommt er jetzt wieder hier rum? Katz- und Maus-Spiel mit dem mit dem Wildschwein. Wo ist er? Ich habe ihn doch gehört. Ich höre dich noch. Ja, das ist ja wieder ein sehr spannender Auftakt für unsere neue Aufnahmesession hier. Ach, ist er, ach, in der Höhle ist er drin. Ja, toll. Lara kann keine Treppen steigen, wenn sie einen Bogen gespannt hat. Was ist denn das für ein Blödsinn? Da ist er. So. Was lange währt, wird endlich gut.
Und ich bin sicher, auch meine restlichen Zuschauer haben inzwischen schon abgeschaltet, weil sie sich denken, was soll denn Mist hier? Naja. Aber ich habe eine Trophäe verdient. In der Edo-Periode Japans hatte traditionelle Männerkleidung keine Taschen. Inro waren kleine Behälter für persönlichen Besitz, eine Art Frühform des Geldbeutels. Oder der Handtasche. Männerhandtaschen. Gibt's. Ich hörte davon. Meine ich. So, aber wir haben auch einen Fähigkeitenpunkt gekriegt. Den wir bei nächster Gelegenheit dann mal einsetzen werden. Ah. Gut, da komme ich nicht durch. Boah, so einen will ich mal wieder erlegen. Hier so einen schönen Hirsch. Ja, am Anfang des Spiels hätten wir ja ein paar Rehe. Aber sonst war da ja nicht mehr so viel. Oh. Habt ihr das als Kinder auch früher immer gemacht? Auf irgendwelchen Geländern rumbalanciert? Ich fand das immer klasse. Und dann bin ich mal so richtig schön auf die Schnauze gefallen. Und seitdem mache ich das nicht mehr. Ah, hier. Da geht's auf. Nur Schrott drin. So, ich glaube, wir haben... Oh, da liegt was. Oh, Funkel. Ich bin voll leicht abzulenken hier. Finde Funkelzeug, wie ich haben. Ich muss da echt mal dran arbeiten. Kann man mit dem Typen auch irgendwas machen hier? Entschuldigung. Ich wollte das nicht. Das, da waren die anderen. Das war Gruppenzwang. War das hier oben drauf, wo wir hin müssen? Oh, was ist das denn da? Das ist was für unseren Feuerpfeil. Plopp. Dann muss ich weiß nicht warum, aber ich musste gerade an Captain Planet denken. Kennt er das? Hat er das früher auch immer geguckt? Mit diesen 5 Ringen da? Die 4 Elemente und das Herz? Ich habe gedacht, das ist ja wohl die nutzloseste Kraft von allen. So, wie komme ich denn jetzt wieder darüber? Oder muss ich hier hoch? Ja. Geht's hier irgendwo hoch? Hallo? Ich glaube, hier geht's nicht hoch. Wie sind wir denn hierher gekommen? Ach. Ich weiß wieder, alles gut. Es ist alles gut. Das wird wieder eine dieser Folgen, wo ich im Prinzip gar nichts mache. Ich mache viel zu oft nichts. Obwohl, das klang jetzt irgendwie falsch. So. Jetzt geht's, glaube ich, weiter. Da oben müssen wir ja hin. Jetzt passiert gleich wieder irgendwas. Waren ja nur 10 Minuten oder so. Hey, spannende Folge. So für eine neue Woche, ein Auftakt. Was habt ihr denn so am Wochenende gemacht? Das würde mich mal interessieren. Wenn ihr wollt, dann haut's doch mal in die Comments. Was ist denn da unten? Da ist ein Kasten. Wenn ich hier jetzt runter springe,
Ach, Lara, du sollst opsen. Nee, bin ich nicht. Oh, das war knapp. Das hätte ich fast verkackt. Das nur für so ein paar Erfahrungspunkte. Bin ich erbärmlich. Ich bin süchtig nach Erfahrungspunkten. Ich brauche meinen nächsten Fix. Erfahrungspunkte. Okay, hier ist ein Gegner in der Nähe. Gut, das wusste ich ja vorher schon. Die haben wir eben schon gehört. Wo seid ihr denn? Bah! Wo seid ihr? Huch! Ups, das wollte ich gar nicht. Oh, guck mal da. So, zwei Stück noch, ja? Hast du da gerade einen Pfeil auf mich geschossen? Und ich glaube, das ging daneben. Der ging auch daneben. Ah! 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 Wie fies! Den habe ich gar nicht kommen sehen. Scheiß Shotgun da. Ich muss erstmal wieder ein bisschen reinkommen. Das letzte Mal lief es, glaube ich, wesentlich besser. Lara ist schon ein toughes Mädchen hier. 5, 6 Shotgun-Blasts in so kurzer Folge hintereinander, mitten in die Fresse und sie steht immer noch. Macht das erstmal nach, Kinder. Obwohl, nee. Probiert das lieber nicht zu Hause. Bin mir nicht sicher, ob das so gut laufen würde bei euch. Lara ist eine professionell ausgebildeter Superstar. Da war wieder so eine Zeichnung hier, deswegen habe ich gedacht, hier ist irgendwo wieder was versteckt. So, seid ihr schon fertig? Das letzte Mal war aber wesentlich mehr los. Achso, das ist zum Hochklettern. Ah, halt. Da lag ein Geocache auf dem Boden. So, unauffällig reinschießen. Hallo, Artefakt. Inro sind normalerweise aus lackiertem Holz, aber dieser besteht aus Messing. Stammt wahrscheinlich aus dem 19. Jahrhundert. Hier irgendwo muss es sein, mein Controller vibriert. Dieser Inro riecht innen nach Tabak. Vielleicht so etwas wie ein altes Zigarettenetui. Vielleicht. Okay. Pfeile. Voll. Huch. Du machst ja Sachen. What? Da bist du. So. Einer. Zwei. Huch. Habe ich gerade das Feuerding getroffen? Den Cocktail oder was immer er schmeißen wollte da? Das war ja wohl ein 1A-Kopftreffer. Der ist auch zu blöd.
Der schmeißt seine Molotow-Cocktails gegen die Kiste, die da an ihm vorbeifährt. Ah. Oh. Mensch, halt doch mal still. Danke. Lästig wie Scheißhaus fliegen die Kerle. Oh, hier, springen mit Timing. Boah, hätte ich fast nicht geschafft. Ah. Ah. Hier, springen mit Timing. Hallo, meine liebe Kiste. Hab dich lange nicht gesehen. Oh, die verstecken sich wieder alle vor mir. Kopfschuss. Kopfschuss. Das war wohl etwas zu nah. Und das war wohl etwas zu viel. Verdammt. Und ich dachte, hey, ich schaffe es. Aber ich hätte eigentlich wissen müssen, dass ich es nicht schaffe. Aber muss ich jetzt den ganzen Scheiß wieder einsammeln? Nee, scheint nicht da zu sein. Ja, Ruhe. Nerv. Jetzt kommt wieder dieser doofe Shotgunner hier angestürmt, ne? Boah. Ih, Dynamit. Da kommt er. So, der ist weg. Oh, halt mal still. So. Ich weiß, das ist tierisch spannend, mir dabei zuzugucken, den gleichen Kampf jetzt nochmal zu machen. Hm? Hm. Wo kommst du denn her? Oh Gott, ist das ja alles verwinkelt. So, da liegt er. Hier war was. Ach, zählt als eingesammelt. Das hätte ich vorher wissen müssen. So, ich bereite mal mein Gewehr vor, obwohl das hat immer noch so recht wenig Munition. Ich habe allerdings leider die Maximalmunition nicht im Kopf. So, einmal da. Nein, zündet sie nicht an. Ihr möchtet sie nicht anzünden. Nein. Uah. Oh, ist das fies. Junge. Die schießt gar nicht gut. Huch. So. Und hui. Yep. So, wo kommt er? Da kommt er. Ja, habt ihr auch so viel Spaß wie ich? Huch. Warum war da letztes Mal kein Speicherpunkt?